zwei Pflichtspiele, also einen läppischen Match-Doppelpack hat der erste Wiener Neustädter SC im Frühjahr noch absolvieren können, ehe der Coronavirus-Hammer zugeschlagen und die Saison der Regionalliga Ost zum Abbruch verdammt hat. Wie geht es Ihnen als Fußballtrainer, so ganz ohne Fußball, Thomas Flögl, Trainer des ersten Wiener Neustädter SC? Naja, in erster Linie muss ich sagen, meine Familie und ich bin einmal gesund. Das ist einmal das Wichtigste, denke ich einmal. In Sachen Fußball natürlich und das, was wir erleben und das, was wir in letzter Zeit gemacht haben, ist natürlich mit einem Schlag alles auf einmal unter dem Boden weggerissen worden und natürlich für einen Trainer nicht unbedingt das schönste Gefühl. Man hat am Anfang nicht so richtig gewusst, wo oder wann wir da wieder weiterspielen und es wird wahrscheinlich eh nicht so lange dauern, hat sich mal Kasse und da müssen wir mal schauen. Aber im Endeffekt ist es dann sehr, sehr lange geworden bis heute und es wird wahrscheinlich noch sich länger hinausziehen. Und es ist natürlich für alle Beteiligten in einem Sportverein, in einem Fußballverein extrem zart. Und genauso wie gesagt, als Fußballtrainer ist es sehr, sehr schade, vor allem wenn man da steht auf so einem grünen Rasen, der sich ja jetzt da prächtig erholt hat. und man kann nicht drauf, man kann nicht Fußball spielen, man kann die Mannschaft nicht trainieren. Es tut schon weh. Sie sprechen es gerade an. Ich denke mir, Fußballtheorie ist etwas, was durchaus schön und reizvoll sein kann, hin und wieder für kurze Zeit, aber letztendlich ist das Entscheidende ja doch das, was am Rasen passiert, sei es jetzt im Training oder im Match. Was kann man als Amateurclub, als Amateurfußballer bzw. als Amateurfußballtrainer im Moment überhaupt machen? Ein geregelte Training ist ja, wie Sie gesagt haben, seit Mitte März nicht zu denken gewesen. Ja, ja, es ist sehr, sehr schwierig, vor allem was die Mannschaft betrifft. Wir haben zwar auch unsere Home-Sessions und haben da auch unsere Art und Weise, wie wir versuchen, die Jungs auch fit zu halten. Aber ich glaube, gerade im Amateurbereich ist ja jeder Spieler so weit, dass er sowieso auf sich selbst auch schaut und selber vielleicht noch weiterkommen möchte und selber für sich auch zusätzlich trainiert. Aber als Trainer muss ich ehrlich sagen, vor allem speziell jetzt im Sommer auch, wo viele Verträge auslaufen, kannst du nicht allzu viel machen. Du kannst dich nur auch versuchen, zum einen fit zu halten und zum anderen auch im Kopf fit zu halten, dass man sich weiterentwickelt, dass man dort vielleicht das eine oder das andere versucht zu lernen. Und genau das ist das auch, was ich mache. Ich denke mir ja dann auch Videoanalyse jetzt im Sinne von, dass man einen künftigen Spieler vielleicht analysiert, stelle ich mir jetzt ein bisschen schwer vor, weil dann sieht man irgendwas vom vergangenen Herbst und dann kommt er im Sommer, wenn man jetzt einmal annimmt, die Saison geht wieder los und hat inzwischen 10 Kilo mehr drauf etwa. Allein deswegen stelle ich mir das relativ schwierig vor. Ja, schwierig, weil man ja selber nicht weiß, wie ich gesagt habe, wann es wieder losgeht, wo es wieder losgeht und wie die ganze Sache dann ausschaut. Ja, also ich stelle mir das jetzt noch schwieriger vor in der Bundesliga, wo man nicht wirklich ein Mannschaftstraining machen hat können. Also das ist extrem schwierig, wenn man nur in kleinen Gruppen trainiert, gleich natürlich einem Individualtraining, was sicherlich gut ist für den einzelnen Spieler, aber für die Mannschaft natürlich und in einem Wettbewerb nicht wirklich förderlich. Und es ist natürlich sehr, sehr schwierig, das dann auf alles auf die Reihe zu kriegen und vielleicht dann sogar so schnellst als möglich wieder einzusteigen. Ja? Weil ich sage mal, gerade diese Monate, die du jetzt versäumst, das ist nicht zu unterschätzen. Also die Spieler brauchen das Training. Und wenn sie das nicht haben, dann musst du schon wieder eine gewisse Vorlaufzeit auch haben, damit die Spieler auch wieder fit sind und dass du auch diversen Verletzungen auch vorbeugst. Weil das ist, glaube ich, eines der Hauptthemen im Fußball, das viele Leute unterschätzen, dass sie, ja, man trainiert ein bisschen und die halten sich eher lange nicht fit. Das ist nicht der Fall. Also wenn du nicht am Zweikampf kommst im Training, wenn du da nicht hinkommst, dann wird es ganz, ganz schwierig, generell ein Spiel oder eine Meisterschaft zu spielen. Stichwort Meisterschaft spielen. Sportlich gesehen würde die Statistik für Ihre erste Saison als Trainer des ersten Wiener Neustädter SC 23 Punkte aus 18 Spielen und damit Tabellenplatz 10 ausweisen.
durch den Ligaabbruch ist jetzt halt alles mehr oder weniger zum Vergessen. Wie gehen Sie damit um, dass die Saison 2019-20 letztlich mehr oder weniger Makulatur gewesen sein wird? Ja, das kann ich ja sowieso nicht mehr beeinflussen, das kann ich eh nicht ändern. Es ist halt schade, dass wir es nicht zu Ende spielen haben können. Für Wiener Neustadt denke ich einmal, wo wir vorigen Sommer einen richtigen Neuaufbau hatten und wo wir wirklich bei Null angefangen haben, glaube ich, war's gut, haben wir sehr, sehr gut gearbeitet, alle im Verein, die tätig sind. Und wir haben dann versucht, auch im Winter das schon wieder neu zu strukturieren, was wir auch gemacht haben. Wir haben sehr, sehr viele junge Spieler dazu genommen und sind von daher haben wir uns eigentlich schon richtig gut vorbereitet, dass wir durch die Saison gut kommen mit dem vorrangigen Ziel, im Mittelfeld zu bleiben und dann vielleicht dieses Jahr 2020 dann den nächsten Schritt zu gehen. Das fällt jetzt flach natürlich, man muss sich wieder neu formieren, man muss wieder neu schauen, wie stellt man den Verein auf, wie stellt man den Verein auch wirtschaftlich gesund auf. Und dann kann man über Kaderplanung, dann kann man über neue Spieler sprechen, dann kann man sprechen, wie und wo geht überhaupt die Reise hin. Und da muss zuerst einmal die Regierung grünes Licht geben, dann kommt einmal die Liga. Man wird sehen, wie viele Vereine da überhaupt überbleiben dann, wie viele Vereine in einer Regionalliga spielen. Gibt es noch eine zweite Liga? Gibt es nur Regionalliga? Was passiert mit der Bundesliga? Also das sind alles Dinge, die wir nicht wirklich beeinflussen können und wir ganz einfach abwarten müssen und dann uns danach richten. Und da müssen wir eben flexibel sein und müssen wir aber genauso dann wieder daran arbeiten, dass der Verein auch wieder nach oben marschiert und dass der Verein ganz einfach eine gesunde Basis hat. Wie sehen Sie die Stimmung bei den Spielern selbst? Denen geht ja mindestens eine Halbsaison jetzt verloren, wenn nicht mehr. Abgesehen von der Unsicherheit eben, ob der Frage, ob es überhaupt weitergeht, beziehungsweise wann es weitergeht. Ja, die Leidtragenden in dem Ganzen sind immer die Spieler. Mhm. Ja, und da rede ich ja schon von den jungen Spielern, vom Nachwuchs. Weil die natürlich extreme Zeit auch immer verlieren und weil die gerade dann in dem Bereich, wo es auch schon um ein bisschen Geld geht, natürlich Zeit verlieren und verunsichert werden. Das ist ganz klar. Die Stimmung ist trotzdem gut, auch in der Mannschaft, auch wenn wir unsere Home-Sessions haben miteinander und. Also man sieht schon, dass die Stimmung recht gut ist, aber natürlich sind alle Spieler bei sich zu Hause und das ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre, als wenn du hier am Platz stehst. Und dadurch, dass ja die meisten Verträge auch auslaufen, nicht nur bei uns, auch bei den anderen Vereinen, ist natürlich eine riesen Verunsicherung, glaube ich, da, dass die Spieler nicht wissen, wie geht es weiter, wann geht es weiter, wie gesagt, und wo werde ich vielleicht in der nächsten Saison, sofern sie beginnt, spielen. Gibt es da irgendwelche Tendenzen jetzt von Seiten des Clubs, von wegen irgendwelche Gentlemen's Agreements, Absichtserklärungen, dass man sich sagt, dann, wenn es eine neue Saison gibt und wenn es uns noch gibt, dann, dass man das Du, ihr bleibt beim Club oder so? Oder dass die Spieler sagen, wir bleiben? Auf alle Fälle, wir sind ständig in Kontakt. Ich bin ständig in Kontakt mit den Spielern. Und natürlich versucht man dann eine Lösung auch zu finden. Mhm. Für die Spieler ist es ja auch nicht leicht. Und wie ich schon gesagt habe, ist auch bei den anderen Vereinen das ähnliche Prozedere. Und man versucht natürlich diese Spieler, die jetzt da sind. Aber viele, wie ich schon erwähnt habe, haben wir sehr, sehr viele Spieler auch aufgeholt, auch vom eigenen Nachwuchs und so weiter. Das hat die Sache oder macht die Sache vielleicht etwas einfacher. Eine andere Beziehung dann. Und ich denke auch, dass es auch wieder in diese Richtung geht, dass man ganz einfach die eigenen Buben wieder forciert, dass man mehr von den eigenen Buben in die Kampfmannschaft bringt. Mhm. Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass Sie in Wiener Neustadt am Ende einiger Ihrer älterer Spieler Verluste gehen könnten, wenn die Zwangspause gar zu lange dauern sollte? Nicht jeder hat womöglich genug Energie und Willen, dann so eine längere Pause durchzutauchen. Der Kapitän, der Andreas Gradinger, ist ja zum Beispiel 37 Jahre alt, zwar fit wie ein Turnschuh, aber trotzdem 37. Michi Perlack, Thomas Piermeier sind, glaube ich, beide 34. Also gefährlich könnte es schon werden.
gefährlich kann sowas immer werden. Klar, bei älteren, erfahrenen Spielern, beim Gradinger mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Der ist, glaube ich, schon seit 10 Jahren 37. Also der ist, so wie Sie gesagt haben, sehr, sehr fit und auch den macht es richtig einen Spaß. Ja, es kommt ganz drauf an. Es ist, jeder hat seine eigenen Geschichten und jeder, denke ich mal, versucht schon Fußball zu spielen, aber im Alter ist es halt so, man steckt seinen eigenen Rahmen ab und entscheidet dann, ob es das wert noch ist oder ob es nicht wert ist. Ja. Aber ich denke, dass wir ziemlich alle Spieler halten können, das hoffe ich, sofern wir wieder loslegen können. Und, fix verabschiedet hat sich noch keiner. Fix verabschiedet hat sich noch keiner, also, und wir haben auch noch keinen verabschiedet, also okay. Dahingehend, ja, warten wir ab. Sehr wohl verabschiedet, beziehungsweise den Abschied angekündigt hat Vorjahresmeister und Tabellenführer ASK Ebrechtsdorf. Die wollen sich aus der Regionalliga Ost in die Untiefen des Amateurfußballs verabschieden. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Liganiveau das ist. Gebietsliga, okay. Und es heißt, dass Ebrechtsdorf nicht der letzte Club gewesen sein könnte, der es künftig eine Nummer kleiner gibt. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Ja, also ich denke mal, Ebrechtsdorf hat in den letzten Jahren hervorragende Leistungen gezeigt, hat hervorragend gearbeitet, ist ja zu dem Entschluss gekommen, dass es den Aufwand, den sie betrieben haben, für sie nicht mehr wert ist und dass es nicht mehr in Frage kommt. Ist natürlich gut möglich, dass das auch andere Vereine machen werden. Aber das ist halt der Sport, das ist im Fußball, speziell in den Vereinen, muss man sich entscheiden, was will man. Will man wirklich ganz rauf, will man nur in der Mitte bleiben, will man nur Amateur-Level spielen oder geht man überhaupt ganz runter in einen eheren Breitensport? Also das ist immer die Entscheidung vom Verein und wenn's wirtschaftlich ganz einfach so nicht passt, dann ist es auch für einen Verein gesünder und besser, wenn sie wieder weiter unten spielen. Aber ich mache mir um Ebrechtsdorf keine Sorgen, die haben gute Arbeit und die werden so schnell, werden sie vielleicht gar nicht mehr aufkommen wollen, aber ich denke mal, dass die schnell wieder oben sein werden. Okay. Der erste Wiener Neustädter SC hat in den vergangenen Jahren durchaus schwierige Zeiten mitgemacht und macht sie wohl noch immer mit, wenn man an die Altlasten denkt, die der frühere Vorstand hinterlassen hat. Wie stabil steht der WNSC Ihres Wissens nach da? Muss man sich Sorgen machen um die Teilnahme in der Regionalliga Ostsaison 2020-21, so es diese jemals geben wird? Ich denke, die größeren Sorgen hatten wir schon vor einem Jahr. Also da waren, glaube ich, wirklich große Sorgen da beim Verein. Jetzt steht man etwas gefestigter da, aber natürlich muss man auch diesen Schuldenberg abbauen. Ich denke, Wiener Neustadt ist auf einem guten Weg und sie werden auch das meistern. Also wie gesagt, also im Sommer vorigen Jahres hat man die Situation vielleicht in letzter Sekunde noch meistern können. Jetzt steht man ein bisschen besser da. Ich hoffe, dass das doch dann etwas stabiler wird und dass der SC Wiener Neustadt sich auch da wirklich positionieren kann und wirtschaftlich sich erholen kann, sage ich mal. Abgesehen davon, dass es von Seiten der Regierung für die Amateurclubs bis jetzt kein wie auch immer geartetes Exit-Szenario gibt aus dem Lockdown, was würden Sie zu einer Wiederaufnahme des Ligabetriebs sagen, wenn dies nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit möglich wäre? Ja, ich meine, in erster Linie ist man froh, dass man, wenn wir wieder spielen dürfen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, gerade im Amateurbereich ist man sehr angewiesen auf die Zuschauer. Man ist sehr angewiesen auf die Sponsoren, die man ja in unserem Stadion ja sieht. Und wenn man die nicht sieht, weil keine Leute kommen können, dann wird es für die Sponsoren auch uninteressant. Fernsehen hat man auch nicht so wie in der Bundesliga. Fernsehen hat man auch nicht so. Also die Medienpräsenz ist nicht wirklich gut. Deswegen ist man angewiesen an die Leute, die auch zuschauen kommen. Ja. Und gerade in so kleinen
kleineren Städten und auch Orten, wo wir spielen, ist es ganz, ganz wichtig für die Vereine, dass die Leute da kommen. Ja, also von denen hängt meistens der ganze Verein ab. Und da sollte man sich wirklich gut überlegen und sollte man sich zusammensetzen, ob es Sinn macht, eine Saison zu starten, ohne dass man Zuschauer auf den Rängen hat, ohne dass man zusätzliche Einnahmen lukrieren kann. Mhm. Ihr Boss, WNSC-Vorstand Rainer Spenger, hatte sich bereits vor einigen Wochen als einer der ersten überhaupt für den Abbruch der Regionalliga Ost ausgesprochen und auch dafür, dass für die nächste Spielzeit, wann auch immer diese startet, ein Bonuspunktesystem zum Tragen kommen sollte. Also dass Clubs je nach ihrer Platzierung in der jetzigen Rumpfrunde, in der abgebrochenen Rumpfrunde 2019-20, mit einem größeren oder kleineren Polster ins Regionalliga Ostjahr gehen dürfen. Wie sehen Sie diese Idee? Ja, die Idee ist im Grunde genommen keine schlechte. Nur wird es höchstwahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, weil der eine oder andere Verein vielleicht nicht mehr in dieser Liga spielen wird. Und dann muss man zuwarten, was oben passiert, wird aufgestockt, wie schaut die zweite Liga aus, gingen von der Regionalliga Ost Vereine nach oben, gingen welche nach unten, gibt es überhaupt noch welche? Also die Idee an und für sich ist gut, nur glaube ich nicht, dass man sie umsetzen wird können, weil ganz einfach eine ganz andere Zusammenstellung der Ligen da sein wird. Und man muss halt mit allem wieder, ich sage mal, weiter unten beginnen, man muss wieder zurück zu den Wurzeln gehen, man muss wieder bei Null anfangen und vielleicht darüber nachdenken, wie können wir 3, 4 obere Ligen, das heißt der erste Bundesliga, überlegen, gibt es überhaupt eine zweite Profiliga und. Also wie kann man das wirtschaftlich so gestalten, dass man mit den nächsten 2, 3 Jahre und dieses Virus wird uns noch die nächsten 2, 3 Jahre hundertprozentig begleiten. Wie kann man das am besten gestalten, so dass es nicht jedes halbe Jahr oder jedes Jahr Probleme mit diversen Vereinen gibt, die ganz einfach wirtschaftlich nicht gesund sind? Mhm. Ziemlich sicher ohne Bonuspunktesystem wird es wohl zu Pfingsten im heimischen Profifußball weitergehen, wie seit kurzem der Plan lautet, unter strengen Hygienebedingungen und ohne Publikum. Ist das für Sie, der Sie immerhin mehr als 400 Pflichtspiele auf Clubebene und 37 A-Länderspiele vor Publikum gespielt hat, doch der Fußball so, wie wir ihn alle kennen und lieben? Na, kann es nicht sein, das ist ganz klar. Fußball war immer auch ein Entertainment-Sport. Ja. Also die Leute sind ja deswegen gerne am Platz gekommen, weil sie dort Unterhaltung hatten. Und also ohne Zuschauer ist es auch für den Spieler am Platz ein ganz anderes Spiel. Es gleicht oft einem Vorbereitungsspiel, wobei in vielen Vorbereitungsspielen du heute auch schon sehr viele Zuschauer hast. Aber es gleicht absolut nicht dem eines Spieles, wenn Leute da sind. Es muss nicht immer ausverkauft sein, es muss nicht immer voll sein, aber es ist extrem wichtig, dass auch die Leute da sind. Es ist die ganze Stimmung, die Atmosphäre ist am Fußballplatz ganz einfach sehr, sehr wichtig. Ja. Also das ist, ich war schon mit meinem Vater als kleiner Bub am Sonntagvormittag am Fußballplatz, weil man ganz einfach die Atmosphäre getaugt hat, weil man ganz einfach was sehen will, wenn man mitreden will. Und das ganz zu unterbinden, da stirbt der Fußballsport. Mhm. Zum Abschluss noch zu etwas Persönlichem. Sie haben gleich zu Beginn angemerkt, dass gerade in den jetzigen Corona-Zeiten auch die Gesundheit der Familie sehr wichtig ist. Dazu kommt jetzt, dass Ihr Vater, Rudi Flögel, Fußballlegende, wie viele von unseren Zuschauern hoffentlich noch wissen, mit 80 Jahren zur sogenannten Risikogruppe in Sachen Coronavirus gehört. Wie geht man in der Familie Flögel abseits des Stillstands im Fußball mit der Herausforderung durch dieses lästige Virus um? Wie geht es dem Herrn Papa? Vor allem auch damit, dass man in dem Alter auch dazu aufgerufen ist, Kontakt zu meiden, nicht in die Öffentlichkeit zu gehen und dergleichen. Erst einmal danke der Nachfrage. Es geht ihm auch dementsprechend gut. Natürlich auch er ist ein bisschen zum Opfer gefallen,
dem Virus und musste sich natürlich auch zu Hause unter Quarantäne stellen. Aber jetzt, wo es ein bisschen geöffnet wurde und wo es wieder besser geht, der war wieder raus. Aber es geht ihm hervorragend, es geht ihm gut. Natürlich für ihn ist es genauso ein Schlag ins Gesicht gewesen, dass er seinen geliebten Sport nicht mehr schauen kann jetzt da und vor allem seine geliebte Mannschaft nicht beobachten kann. Weißrussland wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Ja, genau. Aber ja, er nimmt es im Grunde genommen so wie wir alle. Wir müssen damit leben, wir müssen uns anpassen, aber natürlich auch er möchte am liebsten, dass morgen die Spiele wieder beginnen und er möchte wieder raus am Fußballplatz und auch wieder Spiele sehen, das ist ganz klar. Wahrscheinlich wie viele von unseren Usern. Genau. Dann sage ich danke, Thomas Flögl, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Für dieses Interview für Krone TV. Gerne, alles Gute.